Da, Minus. Plus. Heute haben wir doch jemanden flachgelegt. Heute... Oh Gott. Okay, hier komme ich nicht rein. Hier sind so viele Leute. Ich habe den Hund noch gehört. Wo ist der Hund eigentlich? Oh Gott, die sind hier vorne im Käfig. Oh Gott. Hören die Hunde echt nicht? Warte mal, wir schauen mal ganz kurz rein hier. Okay, cooler Schnauzbart. Ah, da ist der Schlüssel. Schlüssel habe ich gefunden. Ich öffne das Ding mal lieber hier hinten. Ich glaube, wenn ich das da hinten öffnen würde, würden die Hunde hören. Oder wäre das, glaube ich, nicht so gut. Und rein hier. Komm, oh Mann, diese scheiß Controllerbewegung. Wie muss ich den Controller 50 Mal schütteln, damit er es endlich erkennt? Sieht mal jedes Mal so aus, als ob ich meinen runterholen würde, Alter, wenn ich den Controller hier so rumschüttel. Warum melden Sie schon wieder? Oh, vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Dafür nehmen. Ist aus einfach nur aus Sicherheitsgründen. Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Würde ich jetzt nicht machen. Können wir einfach gehen? Nee, können wir nicht. Also ich muss es jetzt machen. Ich kann nichts anderes machen. Das müssen wir jetzt machen. Ich kann mich nicht mehr entscheiden. Einfach nur hinlegen, Leute. Einfach nur hinlegen. Dankeschön. Und her damit. Wehe, ihr greift jetzt noch euren Waffen. Nein, ich hab doch gemacht. Ich hab doch gemacht. Oh Gott. Ich hab's doch gedrückt. Ich hab's doch gedrückt. Nein. Ich hab die Taste gedrückt. Tut mir leid. Treten. Treten, 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 treten. Oh nein. Ja, nein, nicht umbringen. Nur bewusstlos wirken. Wie beim Sex. Wirken. Bist du so ein bisschen. Oh mein Gott. Ja, na gut, Dreieck. Hallo. Okay, gut. Beide ausgeschaltet. Perfekt. Ich bin ein Mensch, ne? Ich bin ein Mensch. Mensch, Mensch und so. Nicht Android. Mensch, Mensch. Ich bin Mensch. Keine Sorge, ich bin Mensch. Ne? Nicht, dass Sie denken, ich bin ein Android. Ich bin einfach nur Mensch. Mensch, der Geld möchte. Mehr will ich nicht. Hast du ihn? Klar. Cool. Ja, glaubst du, wer ich bin? Glaubst du, ich bin irgend so ein hergekommener Android? Ich bin XXX Marcus XXX? Eine echte. Schnell, rein hier! Ja, und Schüsse reinstecken? Fahrer von den. Hab ich überhaupt einen Führerschein? Hab ich schon mal gefragt, ne? Hab ich einen Führerschein? Okay, das kommt irgendwie ein Alarm, weil sie keinen Knopf drücken, während wir hier stehen oder so. Ach, keine Ahnung. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei.
Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Okay. Okay. Guck mal, es gab jetzt drei Enden, ne? Ja, drei Enden gab es. Ich frage mich, ob ich auch wirklich hätte sterben können. So nach dem Motto, er stirbt und dann geht die Story trotzdem weiter. Das wäre krass gewesen, tatsächlich. Das wäre echt krass gewesen. Weltweite Statistik? Okay. Achso, okay, jetzt kann ich hier nachgucken. 63% von den Leuten, die es gespielt haben, haben das gemacht, was ich gemacht habe. Ah, von Freunden? 75%. Das heißt, eigentlich was, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Freunde überhaupt aus meiner FL das Spiel gespielt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse sie ausblenden, weg damit. So, ich würde sagen, wir machen noch ein Kapitel. Wir machen noch ein Kapitel und danach, ich hole auch erstmal durch. Dann machen wir morgen weiter. Ein Kapitel machen wir aber noch. Ich glaube, das sind noch so 20 Minuten oder so, schaffen wir noch. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Okay. Ehrenclub. Ach, das ist der Sexclub. Ach, das ist dieser eine, den wir schon mal vorher gefunden haben. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh yeah. Du hast mich durchschaut, oh, Bruder. Mann. Oh yeah. Und ausgerechnet jetzt das andere, wenn ich da. Das wäre jetzt ein Moment. Okay. Okay. Was geht ab? Ah, shit. Oh, Baby. Hank, geh mal weiter. Ich muss mal kurz ihr Gehäuse begutachten, ne? Oh, das Kabelmanagement ist bestimmt richtig gut verpackt da drin. Connor, was zur Hölle machst du da? Ich habe gar nichts gemacht. Habe nur Technologie bewundert in dieser Zeit. Die Entwicklung läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Ah, hier vorne muss ich hin. Hank. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, der Typ kommt mir bekannt vor. Gavin ist auch da. Oh, Todd. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Die Musik klingt so weird, Alter. Dum, 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 dum. Aber guck mal, das Merkwürdige ist, sie hat noch Kleidung an. Das ist das Merkwürdige. Es ist ein Android. Also, und wer auch immer hier drin war, hat beide umgebracht. Hey, hey, hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Boot, Modell WR-400. Okay. Diagnose? Diagnose? Läuft. Okay. Selektor 5402. Okay. Interessant. Was haben wir noch bei ihm hier vorne? Untersuchen. Oh, hier vorne ist irgendwas. Was haben wir denn da? Achso, sein Herz, ne? Der Herzstillstand kann ein Zeichen eines Herzanfalls, Herzanfall nicht Todesursache. Okay. Was haben wir da? Schwere Blutergüsse, also wurde er gewürgt. Ja, er wurde gewürgt, okay.
Vielleicht Android-Fehlfunktion oder so. Vielleicht wollte er gewürgt werden und auf einmal, zack. Fehlfunktion. Totgewürgt. So, dann machen wir mal ganz kurz 10 hier. So, dann scannen wir mal ganz kurz. So, er war hier und dann wurde er gewürgt. Hier war dann irgendwas anderes. Wahrscheinlich der Android oder was auch immer. Er wurde einfach nur gewürgt. Okay. Okay. Ich brauche mehr. Ich muss mehr finden. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja. Er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber ganz genau. Das weiß gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wollte ich auch sagen. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Oh Gott, wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Okay. Warte mal, soll ich den jetzt schon aktivieren? Vielleicht schaue ich mich noch vorher ein bisschen um. Vielleicht kann ich da noch bessere Fragen stellen. Ich würde es gerne lassen. Jetzt kann ich doch mal weggehen irgendwie? Nee, jetzt muss ich es machen. Scheiße. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn ich es später gemacht hätte. Weil hätte ich jetzt noch ein paar mich bis umgucken können. Vielleicht hätte ich bessere Fragen stellen können. Okay. Erklären? Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an. Ja, ja? Mich zu schlagen. Okay. Wieder. Und wieder. Okay. Ich flehe. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Okay. Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet. Ich habe nichts gesehen. Okay. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Wo ist der andere Android hin? Hat er etwas gesagt? Oh, shit. Ich glaube, wenn ich mich umgesehen hätte, hätte ich das auch herausfinden können, dass es noch einen zweiten Schwung gab. Das ist schon mehr als eine Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Okay, okay. Kann ich den Raum nicht nochmal durchsuchen? Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel. Warum sind alle Typen so weird aus? Alle bösen und weirden Typen sehen genauso aus. Dick, lange Haare. Nein. Geheimratsecken und Bart. Nein. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Nee, nicht verbinden. Nee, sie war es vielleicht nicht. Sie haben nicht zu viel Überwachungskamera hier, ne? Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Nebenklub. Diskretion. Niemand weiß. Ja, mit ihr kann ich mich eh nicht verbinden, ne? Ja, welche an der Seite vielleicht? Nee. Die Geschäfte laufen gut. Nee, warte mal. Ja, kann ich klar. Ich würde sagen, das ist eine Person, die draußen ist. Also eine von den Tänzern wahrscheinlich, weil die müssen ja irgendwie wieder reinkommen hier. Sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Tja. Ja, warte mal, lass mich mal überlegen. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Guck mal, hier steht ein Preis. Da steht ein Preis und ein Handabdruck. Bei der anderen steht auch ein Preis und ein Handabdruck. Hier auch Preis und Handabdruck. Da auch Preis und Handabdruck. Da auch. In die Arsch kurz beiseite, dankeschön. Hier ist aber eine Zeit angegeben. Warum ist hier eine Zeit angegeben? Das ist was anderes. Hier vorne, verbinden. Ich hab einen Wahnsinnsschädel, hast du vielleicht eine Tablette für mich? Nichts dabei, tut mir leid. Brauche menschliche Fingerabdrücke. Du kannst echt gar nichts mehr. Jo, ich brauche deine Hilfe, Bruder. Muss man einen Sexbot für mich kaufen. Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht.
Brauch mal kurz deine Hand. Hier, guck mal hier das Handding. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Er ist bestimmt das erste Mal hier. Er hat bestimmt schon eine Kundenkarte. Auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Ihnen klar wünscht Ihnen eine Admin-Lizenz. Ah, bitteschön. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Ich gehe alleine mit ihr aufs Zimmer und dann befrage ich sie und prüfe sie. Ausgiebig. Ich werde keine Körperöffnung nicht geprüft lassen. Ich werde sehr gründlich sein. Sehr, sehr gründlich. Oh, scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Oh mein Gott, ich will nicht wissen, was sie gesehen hat. Oh mein Gott, ich muss jetzt sehen, was sie gesehen hat. Oh Gott, ich will's nicht wissen. Aber guck mal, sie stand genau hier. Das heißt, sie hat alles gesehen, jeden gesehen, der rein und rausgegangen ist. Da. Okay, wo rennst du denn hin? Ah, shit, da wurde sie gekauft, ne? Okay, er hat sie gekauft. Aber sie war auf jeden Fall blauhaarig. Da ist sie. Richtung des Eingangs. So sah sie aus. Lange Haare, lange blaue Haare. Okay, 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 okay. Ich kann nicht sehen, wo sie hingeht, oder? Nee, warte mal, war da noch ein anderer? Warte mal, der ist doch gerade auf jemanden zugegangen. Warte mal, hier war doch, da ist doch jemand. Nee, der hat aber nichts damit zu tun. Okay, gut, können wir rausgehen. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Er hier vorne. Direkt er hier. Hä? Ja, was soll ich mit... Probieren wir den hier. Wie bringt's das? So. Scan. Wo guckst du hin, Alter? Da ist sie. Und sie ging hinten lang. Okay, dann ist er wieder rausgegangen. Okay. Ganz schnell jetzt. Zieh durch, Bruder. Zieh durch. Wir müssen jetzt ganz schnell noch eine Nutte kaufen. Gib Gas, wir müssen noch schnell eine Nutte kaufen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Frag Hank. Ich kenne die richtige... Zieh, sie müsste jetzt gleich kommen. Im Augenblick. Da ist sie, glaube ich. Nein. Hier... Oh, da auch. Nee. Nicht gesehen. Nein. Ich habe die Spur verloren. Available, was haben wir denn hier? Können wir einfach reingehen? Nö, kann man nicht. Verdammt nochmal, ich hab die Spur verloren. Nee, verbliebene Zeit, warte mal, ich hab noch was. Warte mal, du kannst sie vielleicht gesehen haben. Hank, ich brauch nochmal dein Konto. Ich brauch nochmal dich und dein Konto, komm mal her. Warum kann ich hier eigentlich nicht rein? Warum ist der Raum rot? Die Zeit reicht nicht, um alle zu prüfen. Lieutenant, wenn Ihnen was Besseres einfällt, sagen Sie es. Warte mal, hier. Obwohl, ne gut, ich kann dich nicht prüfen. Hier, dich kann ich prüfen, oder? Komm ran hier. Ach, Hanky Boy. Warum kann ich nicht jeden prüfen? Ich will mal ganz kurz... Hier, sie kann ich bestimmt noch prüfen hier, oder? Komm her. Funktionier bitte, funktionier. Oh, verdammt, sie nimmt sein... Hier vorne, komm. Warum kann ich nicht einfach jeden buchen? Das ist ja viel einfacher. Shit, ich muss sie hier vorne, glaube ich, nehmen, ne? Oder ihn hier vorne. Gott, wie muss deine Abrechnung denn aussehen, Alter, wenn ihr die ganze Zeit irgendwelche Sextypen bucht, Alter? Das ist bestimmt auch nummeriert. Ah! Okay, sie ist da vorne reingegangen. In den roten Absperrraum. Oder obwohl, da komme ich bestimmt einfach rein, wenn ich reingehe, oder? Leute, ich komme hier einfach rein. Ich dachte, rotes Absperrraum. Lol. Bin auch ein Pfeifett. So. Der tanzt bestimmt die ganze Zeit im Kreis. Den zu mieten wäre ein bisschen blöd, weil die Kamera wird sich die ganze Zeit drehen, wahrscheinlich. An, Alter. Wo guckst du hin?
Falsch. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Hier vorne. Warte, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute habe ich noch. Cool, gut. Helf dir. Komm ran, du Süßer. Ah! Ha. Okay. Sie stand da und ist dann hier reingegangen. So einer. So, du musst jetzt der Sexport sein. Mit dir muss ich noch reden können. Komm. Ja. Was guckst du dir an, Alter? Schau doch mal. Du bist nicht sehr hilfreich. Er war also gebucht währenddessen. Ich hab nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Glaube ich nicht. Nee, auf der Abrechnung, Alter. Warum haben sie innerhalb von 10 Minuten 30 Prostituierte gebucht? Kann man jemand den verbieten, nach unten zu gucken? Warte. Okay, ist nichts. Nein. Ich habe die Spur verloren. Sie war hier im Roten. Sie ist hier reingegangen, oder nicht? Warte mal. Ja, ich werde es nicht schaffen. Ich werde die nicht finden. Hank, normal. Lächle nochmal ganz kurz für mich. Dankeschön. Da. Ah, okay. Dann ist sie da reingegangen. Hat sich in einem Raum versteckt. Direkt neben der 22 ist sie. Hier vorne also. Genau hier vorne drinne. Ne, warte mal, da drinne. Da ist die 22. Ne, hier. Ja, warte mal, wo ist die 22? Es ist zu spät. Die Speicher der Androiden wurden gelöscht. Ja. Ob einer von ihnen Tracy gesehen hat, werden wir nie erfahren. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Shit, Alter. Und ich dachte schon, du würdest dich endlich mal nützlich machen. Lass uns verschwinden. Ich ertrag das hier nicht länger. Müssen wir nicht einfach nur alle Sexbots zusammentragen, einmal durchnehmen und dann hätten wir das? Mission gescheitert. Warte mal, wie viel wird mir noch fehlen? Warte mal ganz kurz. Oh, shit. Okay. Scheiße, Mann. Ich bin aber schon weit gekommen. Also es fehlt halt noch diese Ecke hier vorne. Da hätte ich sie wahrscheinlich gefunden, befragt. Es fehlt mir wahrscheinlich nur noch eine Ecke. Es fehlt mir wahrscheinlich bestimmt nur noch eine einzige Ecke. Scheiße, Mann. Es fehlt halt wirklich nur noch eine Ecke und dann hätte man hier nicht entscheiden können. Oh, verdammt nochmal, Junge. Kann man das Level irgendwie ganz kurz nochmal reloaden? Irgendwie nochmal neu laden oder sowas? Nee, ne? Nee, kann man glaube ich nicht machen. Ich kann hier auch nichts machen, ne? Weil ich würde jetzt gerne echt aufhören an dieser Stelle. Warte mal ganz kurz. Wir gehen auch mal fortfahren. Und jetzt gehen wir hier. Wir gehen nochmal Hauptmenü. Dashboard und neu starten. Wahrscheinlich Anderman. Wahrscheinlich. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob ich das Kapitel einfach nochmal wiederholen kann, weil ich würde das halt echt gerne lösen, so, weißt du? Weil ich fühle mich jetzt so, als ob ich den Mordfall einfach nicht aufgeklärt habe. So war ja was scheiße, war ja. CyberLife, das Unternehmen, das mich hergestellt hat, führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Möchten Sie teilnehmen? Nö. Nö. Kein Problem. Vielleicht ein andermal. Okay. Kapitel? Das ist Ihre Story-Grafik. Sie sehen, welche Teile der Story Sie erkunden und welche Sie verpasst haben. Sie können Entscheidungen anderer Spieler verfolgen und noch vieles anderes machen. Mit dieser Grafik können Sie an jedem Punkt der Story wieder einsteigen. Machen wir nicht. Ich spiele das Spiel jetzt erstmal so durch. Wenn ich reinscheiße, habe ich halt reingeschissen. Was auch immer passiert. Ja. So oder so, es ist Ihre Geschichte. Ganz genau. Wir haben reingeschissen, also ich habe reingeschissen. Es wäre jetzt kacke, wenn ich nochmal reloaden würde und dann einfach von da weitermachen würde. So nach dem Motto, ey, ich hab's geschafft. Ja, beim zweiten Versuch oder so. Nee. Nee. Wir haben eine Möglichkeit. Ich habe reingeschissen. Lass es einfach so. Es wäre jetzt kacke, wenn ich nochmal neu machen würde. Das wäre ein bisschen Inkonsequenz. Das wäre einfach kacke. Stefan Warzone. Oh, ich weiß nicht. Ja, von mir aus können wir noch ein Stündchen Warzone machen, Digga. Aber naja. Detroit, wir können uns an dieser Stelle erstmal vorbei für heute, ne? Für die Leute auf YouTube. Folgenende. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.